Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte auf dem Marsch, Mission 2.6. Ja, ich schicke mal den Fahrer gleich mal los mit der Rühmschnitzel zur BGH. Dazu wird man gleich mal einsteigen. Ne, halt. Null. So, ist ja schon eingestellt, programmiert. Und schicken wir los. Ja, dann macht sie erst voll und dann geht los. Ja, ich werde heute mal gucken, Rübenernte vorbereiten, also auch schon beginnen. Wir kaufen mir erstmal ein Gerät, und zwar den Holmer, ja, TOS T440 als Mod. Ja. So, Farbe, ja. Wir haben eine relativ große Auswahl, ne? Zum Beispiel so. So. Weiß, Beige, Silber, Metall. Metall. Haben wir auch. Ne, Glas. Glas wäre nicht richtig. Ja. Holmer, haben wir Holmer bei? Ne, ne? Oder Käse. Ja, schönes Rot, ne? Den kaufen wir mal. Und da steht er. Ja, dann brauchen wir noch ein Schneidwerk. Ganz kurz. Ein Schneidwerk. Auch nochmal läuft. Auch nochmal läuft. Rübentechnik. Und zwar, wir wollen ja Rüben ernten, ne? Im Grunde können alle Geräte hier Rüben ernten. Für Kartoffeln. Oh, Rüben könnt ihr auch. Karotten, Zwiebeln, Zuckerrohr. Na, Zuckerrohr haben wir ja nicht. Karotten, Zwiebeln, Zuckerrohr. Wieso habe ich hier so mit damit Kartoffel gemeint, Rüben? Das ist original, ne? Das ist ja 4,50 oder 5,40. Ja. Ich bin jetzt irritiert. Also die erste Frucht ist ja hier Rüben. Ne, das ist Kartoffeln. Rüben. Gut, Kartoffeln können nicht sein, das ist ja alles für für Rüben eigentlich. Ich nehme mal das erste Gerät. Ich riskiere es mal. Kann es zwar nicht deuten, aber wahrscheinlich ist das Rüben gemeint. Ja. Nehmen wir auch Glas, ne? Oder Käse. Entschuldigung, Käse. Zurück. Bin ich gerade? Bin drüben. Gut, dann wollen wir zum Händler hinspringen, ne? Versuchen mal. Ja, Donnerstag. Ja, kommt ja eine neue Version. Aber ich mache heute mal noch mit der alten Version. Und bei der nächsten Version mache ich dann die neue Karte. Ich habe jetzt die Karte drauf für ja die Marsch auf Mod-Order da drin gehabt und dann sagt okay, machen wir den Marsch. Normalerweise mache ich immer die Türen zuerst, hat aber keine Gründe. Irgendwie ist das so. Hat sich bei mir so eingebürgert, aber da ich jetzt Ordner was kopiert habe, und zwar ich kann ja nun ja gibt's gar nicht. Ach so, also ich kann nun ich sage ganz groß, ich kann nun doch nicht. Wieso kann ich nicht? Also eine Bodenanalyse durchführen. Doch, ich kann's. Letztes Mal ging es ja nicht. Letzte Woche. Aber es gab ja nun ja, gestern oder vorgestern ein Update auf ModHub und habe ich mal gleich mal Feld 50 untersucht, war recht teuer, hier war es 16.000, der kostet 200, so heftig, 162 Bohnenproben, klar, mit einem normalen kleinen Gerät ist er so teuer. Wenn ich Feld 7 Rüben geerntet habe, werde ich da mal zurücksetzen und dann mal analysieren, ne? Vielleicht ist da, wenn wir rausholen können, ne? Aber mal schauen. Die Erde dauert ja ein bisschen.
Und ich fahre da mal hin. Allein deswegen, um zu testen, ob es schon geht. Entschuldigung, ich bin Schluck auf. Mach ich mal in Ansicht. Jo. Hat er kurz gebraucht. Macht aber nichts. Wir fahren mal hin. Ja, noch Düste. Machen wir Licht. Ja. Ja, hier müssen wir noch Gras warten. Oh, viel Arbeit. Bisschen Heu dabei, aber das macht aber nichts. Jetzt kommen wir da gar nicht durch. Denn Ballenpressen ist auf Feld Nummer 36 fertig. Da will ich aber noch bald noch ja, die Ballen einsammeln. Ich möchte aber erst, dass die Ernte läuft. Das machen wir zuerst. Dann brauchen wir noch zwei Abfahrer. Oh, Abfahrer ist gut. Ich brauche ja da Fahrzeuge für. Die Fans machen aktuell, die sollen in der Ballen pressen. Ja. Muss ich schauen, wann ich einen freien Traktor finde. Finden sie sicherlich einen, ne? Da brauche ich dann mindestens zwei Abfahrer. Weil Rüben ist doch ein bisschen ertragsreicher als ja, Raps oder so, ne? Oder Hopfen. Und was noch hinzukommt. Die Entfernung, na, das ist nicht so weit. Ich muss die Hänger alle ein bisschen reduzieren von der Höhe her. Das Überladerrohr ist ja hier nicht so hoch. Ist ja, also wenn ich das fahre manuell, geht es gerade so. Also dass ich rankomme. Kann sein natürlich, dass da Feld 7 muss ich und rechts abbringen. Ja, die Drescher steht immer noch im Feld. Das will ich aber auch noch entsprechend später zurückfahren oder lassen, je nachdem. Ja, mal schauen. Die Ernte ist mal wichtig, sagt man so, und dann geht mir los mit Gülle ausbringen und Gärreste für meine Felder und ja, dann schauen wir weiter, ne? So, Rüben ist rechts. Ich hatte letztes Mal die Feldnummer 7 gesagt, ist aber die 7. So, erstmal Außenansicht. Immer auf G, Gerät vorne. Ich muss mal testen, ob überhaupt die Ernte geht. Weil er steht da Kraut entfernt, aber das macht das Gerät automatisch. Hinten ausklappen sicherlich. Mit 50.000 gekauft, weiß jetzt gar nicht genau. Werde ich gleich sehen. So. Ja, die Ernte funktioniert. Also würde funktionieren. Also müsste ich erstmal stehen lassen. Weil wenn man sich Abfahrer organisieren, ne? Also ich schalte mal durch. Beziehungsweise ich fahre jetzt zurück zum Hof, weil die werden nachher sowieso im Weg stehen. Das heißt, erstmal rechts hinstellen. Weil andere Sachen sind wichtiger, ne? Also wie das Prinzip hier erstmal mit dem Schwatt gearbeitet werden kann, ne? Das muss man gleich zuerst anfangen. Ja, Herbsttag Nummer 4. Noch zwei Tage, dann ist der Winter da, ne? Also Rüben kann man auch ernten, wenn es nass sein sollte. Von daher geht es ja sogar. Weil logisch, bei Getreide ist ja so, da muss die Frucht trocken sein, um lagerfähig zu sein, ne? Und bei Rüben trocken wäre Quatsch, ne? Und wäre das eine böse Überraschung, sag mal so, ne? Da ist Ballenpresse und Dings. Da waren wir auch schon fertig mit Ballenpressen. Ne, da wollen wir umändern. Den. So. Ja, Ballenpressen war fertig.
den Ballen hier reinschubsen. Ja, BGH braucht ein bisschen Geld ein. Kurz gucken. Ist kein Vermögen, aber wie gesagt, immerhin, ne? So. Ich habe immer noch Schulden, sehe ich gerade. Ist nicht gut. Aber verkauft habe ich aktuell nicht, ne? Also Einnahmen BGH 208.000. Das ist schon mal ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich habe den normalen Preis von Season mit 270, glaube ich. Ist das schon gut. Die andere BGH bekommt ja das aktuell Rübenschnitzel. Der fährt ja aktuell noch. Oder steht schon wieder. Wieso steht er? Muss ich mal schauen. C. So, und Licht. Wenn auch nicht richtig dunkel ist mehr, aber doch. Ja, wird auch ohne gehen. Auf geht's. Ja, der Raps steht gut. Gut gewachsen. Ist nur leider etwas sehr trocken zurzeit. Eigentlich bräuchte ich jetzt hier Regen, ne? Irgendwann. Fürs Gras wäre so nicht das Problem, weil wir eh Silageball machen. Aber es würde ja mit der Zeit verschwinden, das ist das ganze Problem. Deswegen werde ich das hoffen, dass noch kein Regen kommt. Morgen kann gerne Regen kommen. Obwohl es auch nicht gut ist, in Anführungszeichen, wenn das Feld zu nass ist, ja, dann mögen die Fahrzeuge das nicht, ne? Sag mal so. So, ich stelle mal rauf und holen den zweiten holen. So. Ja, heute ist, glaube ich, Mittwoch. Den dritten Tag in Folge gearbeitet. Frühschicht. Das macht sich jetzt eher langsam bemerkbar. Obwohl, bin erstaunlich immer recht müde nachmittags. Ne? Ja, wahrscheinlich Altersschwäche, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Habe auch gerade Mittag gegessen, das kann auch ein Grund sein. Ja. Obwohl ich nicht so viel gegessen habe, das geht eigentlich. Ich habe nicht aufgegessen. Also wenn ich aufgegessen hätte, dann wäre ich zu satt gewesen. Aber ich kann mit Essen nicht warten, noch ein bisschen spät in der Nacht mit vollem Magen, dann schläft sie dann nicht schlecht. Ne? Und deswegen versuche ich früh zu essen. Ja, das Kartoffelschäl dauert halt ein bisschen, ne, um kochen und so. Obwohl die Beilagen brauchte ich nur warm machen. Das war, hat schon Zeit gespart, eingespart, ne? So, da sind wir wieder. Tja, dann mal gleich mal Feld programmieren, ne? Mit zwei Geräten arbeiten. Links herum. C. Ja, ja, gut. So, probieren wir hier gleich. Diese Kursplay soll nun auch Ballen sammeln können, aber nur mit Ballensammelwagen. Ne? Mal gut, bei der Menge, was wir haben. Bei Rundballen, glaube ich, ist das nicht so praktisch, weil wir nur einen kleinen Anhänger haben, also 4, 8 so. Aber das wäre mal bei Gelegenheit einige Möglichkeiten. Ne? Wir machen zwei Vorgewände, insgesamt 4. Wir beginnen in Feld rein. Wir machen für Schaf, ja, ich weiß auch nicht. 14,8 Meter sind es. Naja, Schaf, rund. Rund wäre richtig rund. Also die Ecken gar nicht gemacht, ne? Ja, das kann so 7% bleiben. Ja, und weich wäre. Er nutzt die Ecken, ne? Ja, gut. Generieren wir mal ganz kurz. Kommando zurück. Wir brauchen zwei Fahrzeuge. Das ist besser.
Bei uns wird das nicht funktionieren. Man kann natürlich auch hier einen zweiten in der Mitte reinsetzen und auch einen Kurs. Wird auch funktionieren, aber dann würden beide jo, halt für sich fahren. Also fahren sie per Band. Und beginne hier, das passt. Und dann hier zum Schluss. Gut, zurück. Ersten Wegpunkt und der erste ist links. Links. Das sollte aktiviert sein. Speicher brauche ich jetzt nicht. Speichern würde ich nur machen, wenn ich jetzt wirklich nur kurz aufnehmen. Doch, ich muss speichern wegen den Ballen pressen. Kann aber hier speichern. So. C. Zwar Feldarbeit. Die alten Kurse mal löschen. Mit der den alten Kurs gelöscht. Hoffe ich jedenfalls. Hier müssen wir nur kopieren. Und zwar muss es natürlich ein paar Meter sein. 20 Meter. Das ist auch der Areon hier vorne. Dann bist du jetzt rechts, das passt. 14,8 Meter. Der Rest ist ja klar, ne? Eingestellt. Das ist nun Feld 19. Wie speichern wir am besten, ne? Das haben wir schon. Das ist aber jetzt mit der Big mit Krone oder hier auf Verband legen, ne? Das will ich ja nicht. Dann müssen wir anders speichern. Zwar ebenfalls unter Feld 19 und Schwatten 14,8 Meter. 2 Geräte machen wir, ne? Ups, so müsste das passen. Mann, fallen mir gleich die Augen zu. Na, so Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dickes Dankeschön. Ja, morgen geht es dann hier mit Schwatten voll los und später Ballen pressen. Und die Rübenernte werde ich weiterhin vorbereiten. Ne? So, dann immer tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.